Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Hearts of Stone. Wir wollen heute noch eine kleine Nebenquest machen aus Hearts of Stone, und zwar die verfluchte Kapelle. Gnade! Du würdest einen guten Seemann abgeben. Wir sind einfach zerreißt. Was passiert da? Tanz oder ich jag deinen Bolzen in den Bau. Diese Sadisten sollten ihren Namen ändern. In anderen Jäger. Ist das langweilig? Ach, wäre mein Mann doch so mutig wie du. Dann würde er Monster töten. Belohnungen einstreichen. Ich kann... Lass doch die Frau in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Tanz, Weih! Tanz oder ich jag deinen Bolzen in den Bau. Ich probiere mal was. Kleinen Moment. Du würdest einen guten Seemann abgeben, bis die Kotze macht. Hilfe! Leute, helft mir! Steck die Waffe weg. Nicht mehr! Okay. Tanz, Weiner! Tanz oder ich jag deinen Bolzen! Okay, wir können nichts tun. Rette mich. Ich sterbe. Dann gehen wir hier zum... Ja... Der böse Regen. So, wir müssen letztendlich hier oben hin. Schade, dass es nicht funktioniert hat. Da, wo wir schon mal waren, da ist die Quest. Die hätten wir eigentlich mitmachen können, aber nun gut. So, noch ein Stückchen Milch. Und weiter geht's. Ich bin gespannt, was wir hier finden werden. Ist es vielleicht sogar die Krypta? Eigentlich nicht, ne? Also ihr wisst, welche Krypta ich meine. Die von den, von Everex. Oh. Was haben wir denn da? Halt. Und weg mit dem Vieh. Weg. Und weg. Und weg. Wie kommt... Huch, da ist ja noch einer. Hier unten ist glaube ich, der Eingang, ne? Nee, ist ein... Uah. Der Eingang ist dort in dem Loch. Na, dann probieren wir es mal. Sofern es denn Gänge... Dann ist der Eingang hier. Hier ist eine andere Krypta. Es ist eine andere Krypta. Und hier gibt es Edelsteine. Komm. Komm. Thank you.
Komm. Ist während des Kampfes nicht erlaubt. Was wollte ich denn machen gerade eben? Och, diese Schimpfer. Na. Komm her. Komm her. Komm her. Komm. Los, komm. Los, los, los. Komm her. Jetzt hab ich dich. Jawohl. Haar einer Nackterscheinung, hatte ich gerade gelesen. Nackterscheinung. Sehr schön. Was haben wir denn noch? Triff dich. Was? Ist schon erledigt? Eine Abschiedsnotiz. Mir ist nichts geblieben, gar nichts. Alles, was mir blieb, ist die Geschichte meiner Familie. Aufzuzeichnen, eine Geschichte voller Furcht und Schrecken. Möge ich sie in diesem Brief in dir schreiben können, bevor ich selbst dahin scheide. Es scheint ein Traum zu sein, der sich wie der Morgennebel auflöst. Doch es gab eine Zeit, in der wir glücklich waren, meine wunderschöne Frau Onesta und ich. Unsere Hochzeit war ein gesellschaftliches Großereignis und ein rauschendes Fest. Ein Jahr später wurde unsere geliebte Mildburger geboren. Die Leute priesen die Schönheit unserer Tochter, sagten, sie sei ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Onesta verärgerte das immer etwas, doch ich schenkte dem damals keine Beachtung. Schon bald wuchs unsere Familie weiter. Erst kam Mathilda, dann Ethel, beide so rein wie Engel. Doch Onesta, nun, ich werde nie den Abend vergessen, an dem sie da saß und ihr langes kastanienbraunes Haar kämmte, während die Mädchen weinten und weinten. Ich sagte zu ihr, Liebes, ich glaube, die Mädchen haben Hunger. Daraufhin kanzelte sie mich das erste Mal ab, sagte, sie hätte kein Recht darauf, hungrig zu sein, dass sie ihr ihre Schönheit und ihre Jugend gestohlen hätten, dass das mehr als genug sei, von dem sie zehren könnten. Ich hätte es damals schon wissen sollen. Ich hätte wissen sollen, dass sich der Wahnsinn in den Verstand meiner Geliebten eingeschlichen hatte und dass er sich mit jedem Kompliment, das unsere Kinder erhielten, tiefer dort eingrub. Jahr für Jahr wurden die Mädchen größer und anmutiger. Aber die Zeit meinte es mit den Alten nicht gut und auch Onesta blieb von ihrer Grausamkeit nicht verschont. Ihre Haut wurde faltig und verlor den Glanz der Jugend. Eines Nachts weckte mich das Mondlicht, das die ganze Welt in einen gespenstischen Schein tauchte. Ich sah mich in unserer Hütte um. Sie war leer. Ich lief zur Tür hinaus und deckte Abdrücke von nackten Füßen, die zum Friedhof an der Kapelle führten. Als ich sie sah, klopfte mir das Herz bis zum Hals. Ich fand sie, alle drei, um den Springbrunnen drapiert. Wäre ich nicht ihr Vater gewesen, ich hätte sie nicht erkannt. Tiefe Schnitte verunstalteten ihre liebreizenden Gesichter. Hautfetzen und sogar Fleischstücke lagen überall da. Oh, nee. Als ich noch den Anblick dieses Schlachtfestes auf mich wirken ließ, hatte ich das Gefühl, dass mich jemand beobachtete. Und so war es auch. Onesta stand auf einem Hocker bei einem einsamen Baum. Um ihren Hals lag ein Seil wie eine dämonische Halskette. Sie nahm mir alles, was ich hatte, alles, was mir etwas bedeutete, sagte sie. Dann sprang sie. Sie ist tot, meine Onesta. Meine drei Töchter, auch sie sind nicht mehr. Ich werde ihnen schon bald folgen. Ich habe alles genommen, was ich besitze und den Göttern geopfert. Vielleicht vergeben sie mir und meiner geliebten Onesta. Oh. Oh, das ist bitter. Das ist bitter. Wirklich bitter. Aber man steckt nicht in den Menschen drin. Vor allem, wenn sie sich dann, ja, wie soll man sagen, zurückgestoßen fühlen oder schlechter dastehen oder das Gefühl haben, dass andere dafür schuld sind, dass man so wie hier in dem Fall zum Beispiel altert oder weiß der Geier was. Also, und dann die eigenen Kinder. Das ist das, was ich da nicht verstehen kann.
die Kinder haben ja in dem Sinne nichts getan. Sie waren ja nicht Verbrecher oder keine Ahnung. Wie kann man denn bitte schön das eigene Leben der Kinder, der eigenen Kinder, so aufs Spiel setzen? Oder was heißt aufs Spiel setzen? Es ist ja schlimmer ausgegangen, dass man sie opfert. Oder dafür büßen lässt, dass man alt wird. Das ist schon heftig. Was war hier los? Waren wir hier überhaupt schon mal? Nein. Obwohl, müssen wir ja. Hier war mal ein Schatz, den wir hier vorne geholt haben. Der war hier drin. Da ist noch die Möglichkeit, was aufzunehmen. Nee, anzuzünden. Nun gut, wir haben die Aufgaben erfüllt. Wir haben noch die Wolfsschuhenausrüstung. Hey. Das X markiert den Ort, folge der Karte, um den Schatz zu finden. Auf Art Skellig, einen Schlüssel und eine Karte mit einem markierten Ort. Das haben wir, glaube ich, nicht geschafft. Hier haben wir noch die Bärenschulenausrüstung. Teil 4 und Teil 3. Wo sind die denn eigentlich? Mal gucken. Die wären hier unten. Da waren wir noch nicht. Okay, dann wo müssen wir hin? In die Richtung, wie wir schon laufen, das ist gut. Wegen der Schnellreise. Dann machen wir das mal schnell. So. Dann lass uns mal da unten hinreisen. Nach Niederwirr. Da waren wir schon Weiche nicht mehr. Wir sind ja dann nur im Einzugsgebiet der Muben. So. Ich glaube, das Stück können wir hier zu Fuß laufen. Ja. Ich wusste es. Ey. Okay. Aber von dem brauchen wir eigentlich nichts mehr. Was? Meine Rüstung geht auch kaputt. Dann müssen wir wohl mal. Wie viel haben wir da noch? 50%. Okay. Wie sieht's aus? So, dann nehmen wir nochmal. So, jetzt aber. Ein Liebling. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Nicht hängen bleiben. So, jetzt bin ich gespannt. Ach, jetzt geht schon wieder das Schwert los hier. Schwert ist hier drüben. Da, Gesellen. Gut. Toll, hier ist eine Schnellreise. Ui. Oh.
Okay. Die sind aber auch nicht mehr so jetzt die Probleme, ne? So, hier ist das Zeichen. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja. Sieht aber eher wie die Wolfsschule aus als die Bärenschule. Da ist die Truhe. Jawohl. Denn wir brauchen ja letztendlich die einzelnen Teile. Die einzelnen Teile von den Bärenschulenausrüstung. Um. Das ist sogar Stufe 34. Ist gar nicht mal so schlecht. Weil mit diesen Teilen. Moment, ich gucke erstmal, ob wir mit der anderen. Ach, Quatsch hier. So, hier. Die ist auf Skellige. Okay. Denn, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, weil die Sets sind eigentlich wirklich gut danach. Aber waren vorher halt noch nicht machbar. So, einmal ist es hier. Okay, da reisen wir hin. Was? Da fliegt eine Kiste rum. So, und bald können wir auch das Level abmachen. So, kurz Pause. Also nicht Pause, Ausdauerpause wegen Rennen. Damit sich die Ausdauer wieder aufladen kann. Na, kommt. Noch einer weniger. Wer will noch? Wir müssen nach unten. Na, kommt her. So. Da ist das Symbol. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ah, hier ist eine Höhle. Dann wird hier mit Sicherheit auch wieder so eine Art Golem existieren. Ein Runenstein. Jawohl. Das ist egal, hoffentlich. Ich glaube, hier gab es mal ein Vieh. Aber jetzt nicht mehr. So, dann geht's weiter. Wir haben die nächste Stelle. Da müssen wir zu Olenas Hain. Okay. Wo sind wir gerade? Da. Die Richtung sollte stimmen, dass wir zurückkommen. Verdammt, bist du hässlich. Ey, du komm jetzt aber. So. Raus aus dem Wald. Und hier ist irgendwo eine Schnellreise. Oder? Ja, wir halten direkt drauf zu. Das ist super. Da. So, die sammeln wir jetzt hier ein und gehen dann zur nächsten Stelle. Wie gesagt, die ist dann hier. Und da werden wir hier zu Olenas Hain reisen. Und dann uns querfeldein Richtung Westen machen.
Herr, hier wimmelt es nur so von schrecklichen Wesen. Kobolde, wenn ich je einen Samovilas, Sohn kriege, Blender, Geralt. Fliegende Drachen, Hechte und Fledermäuse. Ja. Was macht ihr hier? Wir sind einfache Leute. Wir wollen keinen Streit. Brauchst du doch nicht. Ich will gar nichts streiten. Das sollten wir nicht. Wir können die Hoffnung nicht aufgeben. Okay. Also ich habe nicht gesagt, dass sie die Hoffnung aufgeben sollen. So, jetzt bin ich gespannt. Gleich sind wir da. Ach, da ist der Baum. Ah, ich weiß, wo wir sind. Ein Ertrunkener. Das sieht nicht gut aus. Da. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja, Betrunkene wieder. Vermutlich da auf dem Stück. So, komm, Geralt. Oder ist das hier vielleicht... Ich sollte es zerstören. Wo? Ach, hier ist ein Nest. Und bumm. Und Kopf ab. Da ist eine Truhe. Könnte die passen? Nee. Da hinten ist auch noch mal eine, ne? Die ich übersehen habe. So, dann gucken wir mal da noch runter. Ob die Truhe für uns was Wichtiges ist und beinhaltet. Nee. Gibt es vielleicht hier noch eine Höhle, die ich übersehen habe? Na komm. Schauen wir hier drüben nochmal nach. Aber ich bezweifle, dass hier drüben... Da ist noch eine Truhe. Manuskriptseite Schneesturm. Aha. Was es hier nicht alles gibt. Aber ich habe auch keinen Eingang zu einer Höhle oder so gefunden hier. Oder ist das hier vielleicht... Nee. Wo könnte das denn sein? Dann gucken wir mal hier noch. Moment. Nee, da waren wir ja schon. Versufft es hier oben, ja? Oh, bitte nicht. Oh.
Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Okay, und die nächste ist... Wo haben wir die nächste? Die ist... Mitten in der Pampa. Eieiei. Okay, passt auf. Wir sollten dort am besten zu einer Schnellreise. Ich setze mal eine. So, na. So, schnell auf Plätze. Weil das andere müssten wir jetzt hier richtig groß rum drum rumreiten. Das machen wir hier noch schnell. Ja, ja. Schleichzeug, los. So, schneller, schneller. Schon mal Baumrinde gegessen? Nein, ach so, da war. Danke für alles. So. Splitter aus dem A. Da. Da oben waren wir auch schon mal. Ist klar, dass wir genau hier in eine Meute reinkommen. So. Plätze. Da ist er. Los, los. Und los geht's. Ich bin gespannt. Na, na? Was macht Plötze da? Das passiert scheinbar mal. So. Ich sage mal... Oh. Dich schlafen, mein Freund. Liegen bleiben. So. Da haben wir das Zeichen. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Hier liegt so ja noch ein... Irgendwo ein Schatz rum, hä? Vermutlich da oben. Hier ist eine Kiste. Die brauchen wir nicht, die Scheuklappen. Da ist eine Kiste und die sieht gut aus. Oh, guck mal. Alle. Super. So, damit hätten wir die meisterlichen... ja. Ja. Auch mal ganz neu, dass es jetzt wieder kommt. Dazu hätten wir jetzt die meisterlichen Bärenhandschuhe. Und dafür gibt es dann nochmal bessere. Das Dumme ist, wir brauchen überlegene als, als Vorlage. Weil die immer abgegradet werden. Wir haben die verbesserten. Die brauchen die Bärenhandschuhe, die müssen wir vorher dann erst produzieren. Aber wir brauchen die, haben wir die hier irgendwo? Wir haben die normalen Bärenhandschuhe. Also, wir haben noch ein bisschen Arbeit, weil wir müssen die einzelnen Teile zusammensuchen. Ja, ist doch gut, das weiß ich doch. Das heißt, ja, wir schauen mal, was wir so machen können in der nächsten Folge. Es wäre dann schön, wenn ihr wieder dabei seid. Ja. Bis dahin, euer Firefox. Firefox.